MDR Sachsen-Anhalt, das Radio Revier und der SC Magdeburg mit dem besonderen Service nach dem Spiel, der Fan-Talk. Heute haben wir Balingen bei Stetten geschlagen mit einem Tor. Es war knapp, es ist ein Spiel, über das man reden kann und sollte. Und hier ist er, unser heutiger Gast, Finn Lemke. Hallo Finn. Hallo. Ich habe ein Siegerbier hier immer traditionell. Trinkst du nach dem Spiel Bier oder nicht? Noch nicht. Okay, gut. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung. Das ist dein Applaus. Das war, wir reden jetzt erstmal nur über deine Leistung. Du bist eingewechselt worden und es war wirklich wie eine Befreiung. Du hast mehrere super Aktionen hintereinander gehabt. Die ganze Mannschaft hat sich mitgefreut. Du bist abgegangen wie eine Tüte Mücken auf der Platte. Wie hast du das selbst erlebt? Ja, den befreienden Moment hatte ich jetzt leider am Mittwoch gegen Leipzig, wo ich das erste Tor gemacht habe. Da ist unendlich viel Ballast bei mir von den Schultern gefallen. Die Fans haben dann noch dazu unglaublich laut gegrölt und da ist erstmal ganz viel von mir abgefallen. Und daher war ich froh, dass ich heute dann wieder spielen durfte, dann ein bisschen befreiter. Und ja, und dann lief es ja die ersten Minuten ganz gut eigentlich für mich. Heute hier, das war schön. Es gab der erste Ball heute ging ja dann auch in die Abwehr. Da habe ich mir extra eine Frage hinters Ohr geschrieben, die ich unbedingt stellen wollte. Wenn du abspringst, hochspringst und dann bei der von dir gottgegebenen sowieso natürlichen Größe, dann bist du da irgendwo da oben, da wo auch Flugzeuge unterwegs sind. Wie geht denn der dann trotzdem in die Deckung? Wie geht denn das? Schmeißt du den dann nach unten oder was ist da passiert? Ja, ich versuche den dann nach unten zu drücken vom Winkel her, weil der Asanien halt ein echt großer Typ ist. Und dass er ihn ausgerechnet teuer dann auch noch blockt, ist doppelt bitter für mich. Der hat es mir gleich aufs Brot geschmiert, als er dann in die Abwehr gelaufen ist bei uns. Kenne ich ja noch aus Lemgo ganz gut. Und ja, es ist natürlich schade, wenn der erste Ball gleich in die Binsen geht, aber der zweite war dann ja drin und dann gehe ich jetzt bergauf. Alter, wie du lachst und wie du lächelst, lass dich mal drücken. Oh, ist das schön. Das ist total schön, wie der abgeht. Das ist herrlich. Ja, und dann hatte man den Eindruck, das geht ganz gut ab, das Spiel. Und dann kam wieder so eine wackelige Phase. Es gab am Anfang des Spiels eine wackelige Phase. Über Leipzig rede ich jetzt mal gar nicht. Dafür kriege ich Applaus hoffentlich. Und was ist denn da los? Man hat das Gefühl, ihr habt irgendwie Kopf so. Seid mit den Gedanken mit irgendwas beschäftigt oder verunsichert oder sowas. Kannst du da uns eine Information geben? Weil das fragt sich, glaube ich, jeder hier. Was ist da eigentlich los? Da kommen Pässe nicht an, die früher traumwandlerisch durch die Halle gesegelt sind und ins Tor gegangen sind. Ist das erklärbar? Schwierig erklärbar. Also das eine ist, dass wir die freien Bälle einfach nicht reinmachen. In facto, wir haben zu viele freie Bälle frei vorverworfen und bringen sie so wieder ins Spiel. Wir spielen sie eigentlich ganz gut raus. Trotzdem haben wir in der zweiten Phase gerade unglaublich viele technische Fehler, Ball wegschmeißen und das ist kein Niveau, was wir da an den Tag gelegt haben heute über das ganze Spiel. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Das war, wir sind dann zwar in der zweiten Halbzeit schneller nach vorne gelaufen, in der ersten Halbzeit hat das Tempo dann gefehlt, aber trotzdem war es einfach zu fehlerlastig. Und eigentlich haben die gerade mit dem Griechen auf halb rechts jemanden, der nicht so schnell zurückläuft. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber es ist einfach so. Kennen wir hier in Magdeburg den Kollegen Vasilakis. Und das hätten wir viel, viel besser ausspielen müssen. Wir hatten da öfters die Überzahl. Und kriegst nicht hin, da den freien Mann dann zu finden oder den Ball weiterzuspielen, lass uns immer stören. Und da heißt es jetzt arbeiten, sonst wird es nächste Woche Sonntag, wenn dann etwas größere Leute sind, die besser zurücklaufen, deutlich schwerer. Aber wir sind ja guten Mutes. Also ich meine, das ist ein großes selbstkritisches Statement jetzt auch gewesen. Wie arbeitet man denn daran? Also redet ihr nur drüber? Macht ihr spezielle Trainingsformen dann in der Woche? Oder wie müssen wir uns das vorstellen, die wir gar keine Ahnung von Handball haben? Also erstmal kann ich nur sagen, wie man das individuell macht. Ich glaube, ich zumindest schaue mir jetzt das Video nochmal an, wie es heute gelaufen ist, ein bis zweimal. Schaue mir die Aktion an, um dann zu sehen, wo die Räume sind, was ich da nicht im Spiel mit dem Adrenalin nicht gesehen habe, um dann vielleicht beim nächsten Mal drauf zu achten. Dann im Training werden wir mit Sicherheit unter Drucksituationen dann das Überzahlspiel nochmal versuchen so zu stellen. Man kann zwar nicht genau stellen, wie es im Wettkampf dann ist, weil da ist man ja doch noch ein bisschen gefangener, man ist voll im Spiel drinne und trifft dann halt nicht die richtigen Entscheidungen, aber das kann man im Training halt üben, wenn man das dann die Aktion so ähnlich stellt und wenn er volle Intensität ist, dann ist das schon wettkampfähnlich. So, liebe Leute, die ja auch manchmal ziemlich kritisch, entweder untereinander so am Stammtischen oder in unserem Lieblings-SDM-Forum unterwegs seid oder sowas, ich möchte, dass es hier nochmal rausgestellt wird. Dieser Mann setzt sich jetzt zu Hause hin und guckt sich dieses Spiel selbst nochmal zweimal hintereinander an, um seine eigenen Sachen zu analysieren. Ich finde, das ist ein riesengeiles Ding. Kennst du noch andere, die das auch machen? Da habe ich noch nicht mit den anderen drüber. Machst du Notizen?
Also ich stoppe das zwischendurch an, spule zurück. Gerade wenn man sich das auch anguckt, das ist doch sehr, sehr schnell oftmals. Vielleicht heute nicht, ich weiß es noch nicht. Und dann muss zurückgespult werden und da sind halt viele Optionen, die man dann hat. Und so kann man sich das dann gut rausgucken. Ganz kurz, jetzt hast du schon eine gewisse Weile in Magdeburg auch verlebt. Wie nimmst du die Stadt wahr? Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass wenn du unterwegs bist, sehen dich die Leute. Und wie sind die zu dir so, die Magdeburger? Ja, Magdeburg ist ganz, ganz herzlich. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ist eine super Stadt, gleich von Anfang an. Habt ihr mich ganz toll hier empfangen, muss ich sagen. Einmal vielen, vielen Dank dafür. Aber es sind nicht nur die Leute hier in der Halle, es sind auch meine Nachbarn oder die Leute in meiner Straße, mit denen ich gut schnacken kann. Und alle sehr, sehr nett. Und daher fühle ich mich wirklich, wirklich wohl. Super, tolles Statement. Wir hoffen natürlich, dass es dann bei den künftigen Aufgaben, die dann ein bisschen schwerer werden, die demnächst auf uns zukommen, gut läuft, dass sich die Analyse eines jeden Einzelnen lohnt und dass es dann auch innerhalb der Mannschaft gut funktioniert. Ob was unterhalb der Mannschaft ist, weiß ich nicht, dusche ja nicht mit euch. Und ansonsten, das werde ich nochmal sprechen. Ansonsten viel Spaß jetzt mit den Fotos. Ich habe mit der Kleinen vorhin gewettet, dass sie nur knapp über dein Knie kommt. Das könnt ihr dann beide auch mal austesten irgendwie. Und ansonsten wollte ich mal an dieser Stelle auch was sagen. Wir sind hier in Magdeburg immer auch ganz schön heftig unterwegs, wenn wir die Schiris kritisieren oder so. Bei dem Spiel heute hatte ich den Eindruck, das waren zwei sehr, sehr junge, aber zwei gute, tolle Typen, man hat sie kaum wahrgenommen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass man das hier in diesem Filmchen, welches dann auch im Internet zu sehen sein wird, auch sehen kann und dass das weitergetragen wird. Kannst du es bestätigen? Ja. Das war das Schlusswort des heutigen Tages. Oh. Ich wollte noch einmal mich bedanken oder von der Mannschaft aus, dass die Unterstützung heute, trotz dessen, dass wir Mittwoch ein katastrophales Spiel abgeliefert haben, so groß war. Ihr habt uns super unterstützt, uns nach vorne gepeitscht und Entschuldigung nochmal für das Spiel, aber trotzdem Dankeschön für die Unterstützung. Das bedeutet, fragen Sie jeden, den Sie kennen, ob er schon eine Karte für die nächsten Heimspiele hat und wenn nicht, soll das geändert werden. Vielen Dank, Finn. Bis dahin. Wie wir beide uns umarmen, ist der Hammer. Ob wir das innerhalb dieser Saison noch klären werden?